Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mal keine Reaction, heute muss ich wirklich mal etwas klarstellen hier in diesem Video und sowas wie ein Statement machen, Freunde. Es geht um das gestrige Video von mir, wo ich mit Bösemann telefoniert habe und auf seine neue Platzaxt-Folge reagiert habe, in der er uns eingeladen hat, in der er unter anderem ein paar Worte über uns, also über mich und Emre verloren hat. Und er hat auch in der neuen Platzaxt-Folge wieder gegen Manuelsen gestichelt und unter anderem einen White-Power-Witz gebracht, was natürlich absolut nicht okay ist. Ich habe falsch reagiert, muss ich dazu sagen, im gestrigen Video. Darauf werde ich gleich eingehen. Ich werde gleich auf die Stellen nochmal reagieren und euch die genau zeigen. Und was dazu sagen, ich fand das einfach sehr, sehr wichtig, von meinerseits einfach die Dinge gerade zu rücken und klarzustellen, denn ich bin absolut niemand, der sowas toleriert oder feiert oder gut findet. Ich feiere solche Witze nicht und vielleicht kam es gestern in dem Video so rüber, als wenn ich diesen White Power, als wenn ich dieses White Power Ding so mit Humor genommen habe oder auf lustig genommen habe, aber ich war gestern einfach durchgehend am Lächeln am Telefon, weil das einfach meine Art ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe wirklich gemerkt, viele in meinen Instagram-DMs oder auch unter den TikTok-Kommentaren haben das sehr, sehr falsch gedeutet, sehr, sehr falsch verstanden, meine Reaktion in dem Moment. Und dementsprechend hier wirklich heute einmal das Video, wo ich einmal alles klarstelle, um euch die Situation ganz gut zu erklären. Bösemann hat mich gestern in dem Telefonat gefragt, was es bei uns so Neues gibt. Und daraufhin habe ich ihn halt gefragt, was es denn bei ihm so Neues gibt. So. Und er hat dann halt gesagt, ja, du hast ja schon mitbekommen, dieses White Power Ding und so weiter, mein Witz. Und Manuelsen regt sich da auf und dies und das. Und ich habe mir im Nachhinein natürlich auch nochmal mein Video angeguckt, nachdem ich die ganzen Kommentare gelesen habe und auch die Nachrichten bekommen habe. Und ich muss auch dazu sagen, meine Reaktion war in dem Moment nicht cool, war nicht richtig. Dafür entschuldige ich mich wirklich ausdrücklich bei jedem Einzelnen, der meine Reaktion falsch verstanden hat, falsch interpretiert hat. Und auch bei einem Manuelsen entschuldige ich mich natürlich ganz ausdrücklich. Denn vor allem ein Manuelsen war vor einem Monat hier bei uns, hat mit uns gestreamt und so weiter und so fort. Er hat uns bei sich eingeladen und dementsprechend muss ich mich hier wirklich an der Stelle bei Manuelsen entschuldigen und also, dass ich so reagiert habe in der Situation auf diesen Witz, das war sehr, sehr falsch von mir, wobei ich wirklich jemand bin, der sehr viel lacht, sehr, sehr gerne lacht und ich einfach jemand bin, der von der Art einfach sehr, sehr fröhlich ist, so, und wenn ich halt mit jemandem rede, dann halt mit einem Lächeln im Gesicht, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach meine Art, ich bin kein abgefuckter Typ, vielleicht war ich das früher mal, ja, aber inzwischen bin ich halt einfach fröhlich, sympathisch, nett, korrekt, so, ne? Und wenn ich mit jemandem rede, habe ich ein Lächeln im Gesicht. Und so war das auch gestern beim Telefonat mit Bösemann. Dieses Lächeln wurde von vielen leider so gedeutet, als wenn ich Bösemann irgendwie den Witz von Bösemann irgendwie gut finden würde oder als wenn ich mich auf seine Seite stellen wollen würde gegenüber Manuelsen. Das ist vollkommener Quatsch, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Freunde, die sind kurdisch, die sind türkisch, die sind arabisch, die sind afrikanisch, die sind deutsch, Multikulti, Marokkaner, alles wirklich dabei. Wir leben hier in Duisburg, Freunde, hier gibt es wirklich jede Art von Religion, Nation, Ethnie, hier gibt es wirklich alles und dementsprechend wächst du hier in Duisburg, in NRW, wirklich sehr, sehr Multikulti auf und ich bin selber Türke, Freunde, und ich dachte wirklich, dass es für alle klar ist, dass ich mich von rassistischen Dingen und auch solchen Witzen klar distanziere und sowas nicht witzig finde und auch nicht toleriere. Und ich muss dazu auch sagen, im Nachhinein, wenn ich nochmal darüber nachgedacht habe, ist dieser Witz auch schon ein bisschen hart gewesen von Bösen und geht ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Aber was ich dazu sagen muss, viele haben auch geschrieben, ey, wie kannst du der Einladung von einem Bösemann zustimmen? Manuelsen saß doch bei euch und Manuelsen und Bösemann haben Stress. Ja, habt ihr recht. Aber ich habe mit Manuelsen genau 2 Streams gemacht. So. Und ich muss dazu sagen, das Problem zwischen Bösemann und Manuelsen ist zwischen Bösemann und Manuelsen. Und nicht zwischen mir, Bösemann und Manuelsen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe nichts, gar nichts mit deren Sachen zu tun. Das ist unter denen. Und wenn die beiden miteinander streiten, haben, dann heißt es nicht, dass ich, weil ich mit Manuelsen gestreamt habe, ich auch ein schlechtes Verhältnis zu einem Bösemann habe. Wisst ihr, was ich meine? Ein Bösemann war wirklich immer sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr respektvoll, sehr, sehr nett, sehr, sehr sympathisch mir gegenüber, muss ich sagen. Er hat mir wirklich nie was getan, wirklich immer sehr, sehr korrekt und gerade gewesen mir gegenüber, muss ich sagen. Und dementsprechend bin ich auch cool mit Bösemann. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mit Bösemann kein Problem. Ich finde ihn nach wie vor sehr sympathisch, sehr unterhaltsam. Aber ich muss dazu sagen, jetzt im Nachhinein, wo ich darüber nachgedacht habe und mir selber vielleicht mein Video auch nochmal angeguckt habe, habe ich zum einen falsch reagiert in der Situation und zum anderen muss ich wirklich sagen, dass dieser Witz wirklich zu weit gegangen ist. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Stelle gemeinsam an und dann gehe ich nochmal auf 1, 2 Dinge ein. Aber was gibt's Neues? Alles beim Alten. Was gibt's bei dir Neues? Was gibt's bei euch Neues?
So, und jetzt finde ich einfach wichtig, achtet auf meine Reaktion, mein Gesicht, ne, wie ich gerade schon erklärt habe. Ich habe in der Situation falsch reagiert, ne, ich habe gelacht darüber oder ist so belächelt so mäßig. Aber das haben sehr viele falsch gedeutet. Es sollte wirklich nicht so rüberkommen, als wenn ich mich mit der Aussage auf Bösemanns Seite stelle oder diesen Witz gut finde oder sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Ich distanziere mich nochmal ausdrücklich von jeglicher Art von Rassismus, Ethnientrennung und hast du nicht gesehen. Ich hasse sowas, ich bin kein Freund von sowas und ich dachte wirklich immer, es ist logisch einfach, dass ich mich von sowas distanziere und dass ich mit sowas nichts zu tun haben will. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich einfach Türke bin, so bin ich einfach von ausgegangen. So, meine Reaktion in dem Moment nochmal war falsch. Ich entschuldige mich bei allen, die es falsch verstanden haben. Und ja, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich bin ein fröhlicher Mensch, ich lache sehr gerne, egal mit wem ich am Telefon rede. Außer natürlich, ich habe mit der Person Stress, mit der ich rede, dann lächle ich eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? So. Ah, was soll es Neues geben? Ich habe doch die Platzachs, wir haben doch Platzachs rausgehauen und da ist wieder Scheiße, Mann. Hier, Manuelsen wieder, ein bisschen überreagiert. Ich glaube, da habe ich wieder was, habe ich wieder ins Honigsen-Nest gestochen oder ne? Wegen diesem White Power Ding quasi. Mit dem White Power Ding, ja, du warst doch ein Scherz, aber es geht. Aber es ist kein Scherz. Bitte? War das kein Scherz? Also du hast ja schon direkt, du hast ja direkt im Video gesagt, es ist nur ein Scherz. So, und hier haben wirklich bei der Aussage sehr viele das so aufgenommen, als wenn ich Bösemann irgendwie schützen will oder mich auf seine Seite stellen will oder seine Aussage irgendwie kräftigen will oder was auch immer. Ist Quatsch, ich habe einfach nur eine Aussage wiederholt, die Bösemann in seinem Video getätigt hat und ich muss sagen, in der Situation wusste ich auch nicht ganz, wie ich darauf reagieren soll, ob ich noch näher sticheln soll oder auf das Thema eingehen soll, aber dann wird alles noch größer und ich muss sagen, ich bin mit Manuelsen cool, ich bin auch mit Bösemann cool, dementsprechend habe ich dazu nicht viel gesagt, wisst ihr, was ich meine, was soll ich dazu großartig sagen, ich habe einfach nur gelächelt in dem Moment, auf sympathisch und das ist einfach meine Art zu lächeln, so und das haben leider viele falsch verstanden und dementsprechend auch heute das Video, ja, so. Es ist ein Scherz, ja, aber der hat es jetzt nicht so als Scherz. Also der hat es schon ziemlich ernst genommen, da das Ding, ne? Ja, das stimmt. Na gut, was soll man machen? Ist jetzt halt so. Ich glaube, jetzt willst du der Manuel wirklich wissen, da, ne? Ich habe seine Insta-Story gerade gesehen, also ist schon krass, ne? Ja, was soll ich sagen? Ich hab halt so einen makabren Humor, ne? Ich bin halt. Das ist halt manchmal ein bisschen außerhalb der Norm, aber es ist immer noch Humor, auch wenn es makaber ist und ein bisschen düster und dreckig. Ja, also man muss sagen, entweder man feiert deinen Humor oder absolut gar nicht, ne? Da gibt es kein Mittelding, das stimmt. Ja, das ist glaube ich generell bei Bösemann so, entweder du feierst Bösemann oder du hast den. Ja, so. Du liebst den oder du hast den, es gibt kein so dazwischen, so, weißt du, so, naja, schauen wir mal. So, und ich glaube, bei der Aussage habe ich auch nichts Falsches gesagt, wo ich gesagt habe, entweder man feiert den Humor vom Bösemann oder auch einfach nicht. Ich glaube wirklich, dass das zutreffend ist, ne? Und er sagt es ja auch selber, dass es so ist. Auch damit meinte ich nicht, dass ich diesen Humor feier oder dass ich diese Witze gut finde. So, es ist auch nicht mein Humor, muss ich sagen. Ich fand diesen Witz mit White Power oder was auch immer, so schwarzer Humor, feier ich nicht. Ist einfach nicht mein Ding, weil es immer eine Gegenseite gibt, die sich davon betroffen fühlt oder traurig fühlt oder was auch immer. Und dementsprechend sage ich es hier nochmal für alle, ich distanziere mich ausdrücklich von solchen Witzen, Ausdrücken, Spaltungen, was auch immer. Und entschuldige mich wirklich nochmals bei allen, die das hier falsch gedeutet haben von mir und falsch aufgenommen haben. Und ich hoffe wirklich, dass in Zukunft nicht mehr solche Missverständnisse entstehen werden. Und vor allem ist das auch das erste Mal, dass ich wirklich in so einer Situation bin. Und ich musste mich noch nie für sowas rechtfertigen tatsächlich. Und dementsprechend hoffe ich wirklich, dass das hier heute das erste und letzte Mal ist, dass ich über so ein Thema spreche. Muss und ja, Mann, das war es auf jeden Fall hier von dem Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.